Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Langzeitfazit ist heute das Thema und es geht um die Archimede Classic 200. Eine Uhr, die ich mir sofort bei Erscheinen gekauft habe und ich habe ein Modell, was nach Aussage von Archimede offensichtlich eine Fehlproduktion ist und damit einzigartig. Ich habe eine zweifarbige Leuchtmasse, was ihr hier nicht sehen könnt, aber im Review, was ich euch am Ende selbstverständlich verlinke, sehen könnt. Die Zeiger und die Indizes sind anders mit Leuchtmasse belegt. Ich habe mir die Uhr gekauft, weil ich einen sportlichen Dresser wollte, der alles mitmacht, alles aushält. Und genau das ist diese Uhr. Ein gehärtetes Gehäuse, klein, elegant, aber nicht zu elegant, mit einem sportlichen Touch. Trotzdem trage ich die Uhr nicht so häufig. Woran liegt das? Zum einen liegt es daran, dass wann immer ich diese Uhr in die Hand nehme, ich denke, es ist eine sehr sportliche, sehr robuste Uhr, die macht eigentlich alles mit und stelle dann fest, dass die Krone nicht verschraubt ist. Vom Kopf her weiß ich, dass das kein Qualitätskriterium ist. Und ich weiß natürlich auch, dass die Uhr trotzdem wasserdicht ist und alles mitmacht. Trotzdem, wann immer ich die Uhr in die Hand nehme und weiß, sie ist 200 Meter wasserdicht, hat ein gehärtetes Gehäuse, erwarte ich rein vom Gefühl her, die Krone aufschrauben zu müssen. Das muss ich aber nicht. Und das irritiert mich auch nach über einem Jahr noch. Die Uhr ist jetzt 19 Monate in meinem Besitz zum Zeitpunkt der Aufnahme und es irritiert mich einfach. Ein zweiter Punkt, und der ist fast noch ein kleines bisschen gravierender, der Weg der Krone zum Einstellen der Zeit ist unglaublich kurz. Es ist ein Bruchteil eines Millimeters und der Platz oder die Halteposition ist auch nicht sehr stabil. Das heißt, wenn ich die Uhrzeit einstelle, muss ich mich sehr konzentrieren, darf die Krone nicht zu sehr rein raus bewegen. Ich weiß, das ließe sich garantiert richten, wenn ich die Uhr einschicke. Bei der nächsten Revision werde ich das auch machen. Aktuell ist das aber ein Punkt, wo ich immer denke, ach, schade, dass das so wenig ist und man so unglaublich vorsichtig sein muss. Ähnliches gilt auch für das Datum. Das hat noch einen kürzeren Punkt. Und da bin ich schon oft reingerutscht, habe die Krone reingedrückt. Also das finde ich schade. Ein bisschen mehr hätte mir hier deutlich besser gefallen. Ansonsten kann ich über die Uhr überhaupt nichts Negatives sagen. Sie geht sehr genau. Sie trägt sich fantastisch. Sie sieht absolut super aus. Und vielleicht muss ich sie einfach schon viel früher einschicken, also nach 19 Monaten ist es natürlich nicht mehr früh, aber vielleicht muss ich sie jetzt recht zeitnah einschicken, ganz einfach, um dieses eine Manko mit dem Kronenweg beheben zu lassen, der mich doch relativ stark stört, sodass die Uhr viel seltener ans Handgelenk kommt, als sie es eigentlich von der Qualität, von der Machart und von der Optik, vom Design her verdient hätte.